Aber das hat man. Antreten. Nach der Großübung des Feuerwehrunterabschnittes Niederösterreich Süd in Brandlaben im Wienerwald hieß es für die Einsatzkräfte der Rettung und Feuerwehr. Und für diese ist bekanntlich nach einer Übung vor einem Einsatz. Unter diesem Motto wurde an zwei Übungsorten einmal gelöscht und einmal eine Menschenrettung nach Verkehrsunfall durchgeführt. Uns interessierte vor allem die rettungsdienstliche Versorgung nach einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in abgestürztem Fahrzeug. Also die Übungsannahme war ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, wobei ein Fahrzeug auf der Straße geblieben ist und ein Fahrzeug in ein Bachbett gestürzt ist. Das Ganze war relativ schwer zugänglich und ist unter einer Brücke gelegen. Ein Patient war auf der Straße gut zugänglich und der andere Patient, also der andere Fahrer vom Fahrzeug, war unten in dem Auto, das im Bachbett gelegen ist, eingeklemmt. Während ein Patient bereits mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus St. Pölten transportiert werden konnte, musste ein weiterer Patient im eingeklemmten Zustand vom Notarztteam versorgt werden. Genau. Wichtig ist, wenn wir anfangen zu schneiden, wenn ich Stopp halte, ist ganz wichtig, dass Stopp ist. Bei klaren Anordnungen von Frau Dr. Petra Vogelauer wurde der Patient versorgt, das Fahrzeug abgesichert und eine technische Menschenrettung durch die Feuerwehr vorbereitet. Durch den unwegsamen Unfallort war keine andere und vor allem schnellere Bergung möglich. Man kommt einmal hin und verschafft sich als erstes einmal einen Überblick. Das ist so das Allerwichtigste, dass man überhaupt einmal weiß, wenn man da hinkommt, was ist eigentlich wirklich passiert. Und es entpuppt sich nicht immer als das, was man auf den ersten Blick glaubt, dass es ist. Da hilft auch die Feuerwehr mit dabei, dass man da Feuerwehrleute zu Hilfe nimmt und die Hilfe bekommt. Die schauen, suchen die Unfallstelle ab, die sichern auch ab, das ist einmal das Allerwichtigste. Und dann werden die Patienten, die da sind, entsprechend versorgt. Die Patienten im Bachbett unten waren natürlich nicht wirklich sehr gut zugänglich. Da hat die ganze Sache der Versorgung, der Bergung etwas länger gedauert. Man muss ja aufpassen, dass man Patienten bei der Bergung nicht mehr Schaden zufügt, als er eh schon hat. Das Unfallopfer wurde nun vom Rettungsteam im NRW weiterversorgt, künstlich beatmet, medikamentös versorgt und intensivmedizinisch überwacht. Währenddessen konnte die Feuerwehr das Fahrzeug auch bereits aus dem Bachbett holen. Wie lange hat das Ganze gedauert, das Bergen des Patienten, bis er dann im Krankenwagen versorgt war? Ja, das ist eine interessante Sache und darum üben wir sowas auch. Für die Einsatzkräfte vergeht die Zeit viel langsamer, als sie in der Realität wirklich verfliegt. Man glaubt, man ist 10 Minuten vor Ort und in Wahrheit arbeitet man schon 20 Minuten an dem Auto. Wir stoppen bei diesen Übungen auch die Zeiten mit, um genau das zu sehen. Zeit ist Leben. Das ist beim Unfallpatienten so. Und da geht es uns auch wirklich um diese Zeit, um diese Zeitfragen. Anschließend kamen die Einsatzkräfte zur Manöverkritik zusammen und es gab auch Lob von den Übungsbeobachtungen und Übungsleitern. Das sind einmal 61 Fragen. Also sehr zufrieden war ich wirklich mit der Übung, vor allem mit der Leistung der Notarztteams, die vor Ort waren, beziehungsweise der einzelnen Rettungssanitäter und die Kommunikation mit der Feuerwehr und dem Samariterbund. Mit dem Ergebnis der Übung bin ich sehr zufrieden. Da sieht man, dass die Ausbildung klappt und funktioniert. Feuerwehr- und Rettungsdienstkräfte sind also bestens gerüstet für die kommenden Einsätze, die es um diese Jahreszeit bestimmt schon bald wieder geben wird.